Hallo, schön, dass du dabei bist. Impulse für den Tag, Impulse der Hoffnung, Impulse der Ermutigung. Und heute will ich zu uns reden, dass das Vaterherz Gottes unsere Verletzungen heilen will. Ja, das Vaterherz Gottes heilt unsere Verletzungen. Es ist einfach so, weil Gott der Konstrukteur des Menschen ist. Er weiß genau, wie er gestrickt ist, wie er innerlich geschaffen ist in Geist, Seele und Leib. Und er will unsere Verletzungen heilen. Er will uns Wiederherstellung, er will uns Neues geben. So wie dieses verletzte Herz, so sehen manchmal unsere Herzen aus. Geflickt, immer wieder wurden wir verletzt, immer wurden wir irgendwo enttäuscht, entmutigt. Ja, und da will Gott nicht nur Flickstücke draufsetzen, sondern er will unser Herz neu machen, dass all diese Dinge weggetan werden aus unserem Leben, die uns belasten. Wir dürfen einfach mal wissen, und das ist gut zu wissen, weil Gott ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Ja? Und so steht das auch über deinem Leben. Gott kennt dein Gestern, deine Vergangenheit. Er weiß darum. Er kennt jeden Gedanken und jedes Motiv deines Herzens. Gib ihm dein Heute. Es ist eine Entscheidung. Dazu dienen auch Impulse für den Tag. Gib ihm dein Heute und er sorgt für dein Morgen, sagt Ernst Modersohn. Das ist eine gute Aussage. Ja? Gib ihm dein Heute, jeder Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. In ihm. Ja, die Entdeckungsreise des Vaterherzens Gottes, da muss man erstmal hindurchsprechen, da zu erkennen, dieser Vater im Himmel, ja, ist er wirklich der Gott der Liebe? Ist er der, der die Liebe ist, wie die Bibel es uns sagt? Ja, und da muss man sich aber eine Entdeckungsreise machen, ja, diesen Vater im Himmel zu suchen. Denn er sagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und wenn du das tust und dich da auf den Weg machst, dann entdeckst du, Gott ist die Liebe pur. Er ist die Liebe pur, er ist die reine Liebe, er ist der Ursprung aller Liebe. Ja? In einer Geschichte, die Jesus uns erzählt von dem verlorenen Sohn, oder man könnte sie auch nennen, der barmherzige Vater, ja? Wo der Vater zwei Söhne hat und der eine will sein Erbe haben, und will raus aus dem Vaterhaus und will das Leben genießen. Ihr kennt diese Geschichte, ich brauche sie euch nicht ausführlich zu erklären. Aber der Vater, wie handelt dieser Vater? Er sagt nicht, Junge, wenn du abhaust von mir, das ist nicht gut für dich. Ja, bleibe hier, bist unter meinem Schutz, hier bist du versorgt, hier bist du einfach unter Gottes Schutz. Nein, er wollte weg, er wollte raus, er wollte das Leben genießen. Ja, und so bekam er sein Erbe von seinem Vater. Ja, und er zog in die Welt. Und ihr wisst, wie das ausgegangen ist. Ja, er hat das Geld verbrasst, auch mit Touren durchgebracht und mit Freunden. Und irgendwann hat er dann als Schweinehirte arbeiten müssen. Ja, und aus dem Trog der Schweine essen müssen. Bis er erkannte, wie hatte ich es so gut wie bei meinem Vater im Himmel. Und dann ist er wieder zurück. Und der Vater im Himmel hat ihn aufgenommen mit offenen Armen. Er hat ihn wirklich, er hat ihm keine Schuldzuweisung gemacht, er hat ihn aufgenommen. Ausschau gehalten nach ihm. Und das drückt auch so diese Vaterliebe Gottes aus. Jesus zeigt uns damit, er transportiert uns die Liebe des himmlischen Vaters, wie Gott wirklich ist. Und da müssen wir Menschen hin zurückkommen, erkennen, wie Gott wirklich ist. Also, er akzeptiert den freien Willen. Das ist ein erster Akt der Liebe. Gott akzeptiert den freien Willen. Er zwingt keinem auf, mit ihm zu gehen. Aber er zeigt dir auf, dass es der bessere Weg ist, mit ihm zu gehen. Und da müssen wir Menschen uns immer wieder fragen, gehe ich wirklich mit Gott? Zweitens, das Warten mit in Geduld. Er wartete, dass sein Sohn wieder zurückkam. Oder zurückkommt, weil er wusste, das ist nicht gut für ihn. Er kannte ihn ja. Ja. Aber er wartete in Geduld. Denn es heißt in der Bibel, er sah ihn schon von Ferne. Ja. Er hielt Ausschau nach seinem Sohn. Wann kommt er wieder zurück? Er hatte Sehnsucht nach seinem Sohn.
Und diese Liebe steht auch über jedem Menschen. Er hat Sehnsucht für jeden Menschen, dass sie in seine Vaterarme gelaufen kommen. Ja? Und diese Liebe steht auch über deinem Leben. Er wartet in Geduld, bis du in seine Vaterarme gelaufen kommst. Und dann schenkt er diesem Sohn diese bedingungslose Annahme. Ja? Ich vielleicht als Vater hätte gesagt, Mensch, Kerl, du hast jetzt dein Geld verbrasst. Und habe ich das nicht gesagt, ne? Hätte ihn vielleicht zuerst mal in den Senkel gestellt. Aber Gott ist nicht so. Ja? Gott erkennt ein demütiges, umkehrendes Herz. Und dem gibt er einfach seine Annahme, seine bedingungslose Annahme. Und diese Liebe steht über jedem Menschen. Ja? Und diese Liebe ist gewaltig. Dieses Bild drückt es so ein bisschen aus hier. Dieses Kreuz über diese Feuerqualen, Menschen werden da reingeworfen, das soll ein bisschen die Hölle darstellen und das ist ein realer Platz. Jesus warnt uns sehr vor der Hölle, er spricht eigentlich noch mehr über die Hölle wie über den Himmel, weil er nicht will, dass ein Mensch da reingeht. Ja? Und in Johannes 3,16 ist auch meine Autonummer, ja? Der Vater sandte uns seinen Sohn zur Rettung. Ja, er sandte uns seinen Sohn aus Liebe. Er hat gesehen, das wird nichts mit den Menschen, ohne dass sie Vergebung haben. Sie haben nicht die Kraft, aus eigener Kraft die Sünde zu überwinden. Ich werde ihnen meinen Sohn als Opfer geben. Ja? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns seinen eingeborenen Sohn, sein Liebstes, sein Bestes gab, damit wir nicht verloren gehen, sondern dass wir ewiges Leben haben. Und er hat uns diesen Sohn nicht gesandt, um uns zu richten, sondern um uns zu retten. Und jeder Mensch braucht diese Rettung. Jeder Mensch braucht diese Vergebung. Ja? Und Jesus selbst kam, um uns zu erlösen. Auch um uns unsere Verletzungen zu heilen. In Jesaja 61, 1 bis 3 steht hier ganz klar, warum Jesus kam. Warum kam er, dieser Jesus, dieser Heiland, dieser Retter, dieser Erlöser? Und Jesus selbst hat auch in seiner Heimatstadt Nazareth diese Worte wiederholt in der Synagoge und hat sie auf sich bezogen, ja, dass sie sich in ihm erfüllt haben. Das ist total interessant. Und hier drückt auch die Heilung der Seele aus, die Heilung der Verletzungen. Ja. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ja, dafür ist Jesus gekommen, auch die Verzweifelten zu trösten. Es ist eine frohe Botschaft, froh und freimachend. Den Armen, nicht nur den Armen, auch den Reichen diese Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, ja, die in Gefangenschaft sind, die in Sünde sind, die in Knechtschaft sind. Das musst du zuerst mal erkennen, dass du Vergebung brauchst. Ja? Ja. Für die Gefangenen, ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld. Ich kann mir das so richtig bildlich vorstellen, wie Jesus das in seiner Heimatstadt verkündigt hat. Ja? Das Reich Gottes wohnt mitten unter euch. Ja? Und ich zeige euch den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und das war Blasphemie in ihren Augen, dass er sich so erheben kann. Aber er war Gottes Sohn. Ja? Sein Wort, das Wort ward Fleisch geworden und wohnte mitten unter uns. Und Gott sandte ihn aus Liebe. Und dann in Vers 3 Jesaja 61, statt der Trauergewänder gebe ich ihnen duftendes Öl. Das ist auch ein Bild auf den Heiligen Geist. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln. Ja, der sie schmückt wie ein Festkleid. Ja. Jesus will alle deine Depression, Niedergeschlagenheit, deine Sünde, er will dir das wegnehmen und er will dir sein Öl in dich hineingießen, ja, wie Heilung durch den Heiligen Geist. Ja. Er gibt uns das Salböl des Heiligen Geistes, ja, dass unsere Seelen wieder gesund werden. Das ist so stark. Unsere Trauerkleider, Trauergewänder ziehen wir aus und ziehen Festkleider an. Wenn das geschieht an einem Menschen, das ist so wunderbar. Ja? Wir dürfen erkennen, dass das Wort Gottes nicht irgendwo ein Buch ist, das uns in Grenzen führt und uns irgendwie immer wieder
irgendwo Einschränkungen gibt. Gott, der Vater, gab uns dieses Buch, diesen Liebesbrief, ja, um uns zu helfen. Das Buch ist Lebenshilfe, es gibt uns Lebensqualität, aber wir müssen das Leben in unser Leben reinpacken. Und das ist einfach das, was Gott uns schenken will. Deine Bibel ist ein Liebesbrief des Vaters, persönlich an dich und an mich geschrieben, aus lauter Liebe. Und ich lese sie jetzt fast 30 Jahre wirklich mit einer Begeisterung und ich liebe sie nach wie vor. Und wenn ich eine Bibelstelle zum 100. Mal lese, dann spricht sie zu mir noch klarer. Denn es ist ein Wort Gottes gerichtet an mich. Und so darfst du deine Liebe entdecken. Also klettere bildlich gesehen auf dem Schoß des Vaters und lass dich heilen von deinen Verletzungen. Ja, von allem, was negativ war. Ja, Jesus sagt ja, er bringt uns ja das Vaterherz nahe. Johannes 17 im hohen priesterlichen Gebet. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie eins seien, dass sie eins sein, wie wir eins sind. Das ist das Anliegen Jesu. Er liebt das. Und so zu leben wie Jesus heißt auch nicht zuerst dasselbe zu tun wie er, sondern aus derselben Quelle zu leben. Jesus ging schon am Morgen zum Vater. Ja? Darum ist es auch wichtig, dass wir immer auch wieder zum Vater gehen. Vater, unser, der du bist im Himmel. Bildlich gesehen auf seinen Schoß klettern. Du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Da geht es mal gar nicht um uns, da geht es nicht um mich, da geht es um ihn. Er ist die Majestät und die Größe und die Schönheit. Ja? Und dann heißt es später auch im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldiger. Und das hat sehr viel zu tun mit den Heilungen in der Verletzung. Dass wir unseren Schuldigern vergeben. Ja? Wie oft muss ich vergeben? Das ist so eine Frage, auch die Petrus hatte. Matthäus 18, 21 spricht Jesus, dass man 70 mal 7 mal vergeben muss. Das heißt, dass man irgendwie als Christ eine Haltung braucht der Vergebung. Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben? 70 mal 7 mal. Boah, Mann, ey. Das ist nicht normal. Da muss ich ja, oh, da bin ich doch doof, oder wie, wird man sagen. Nein. Nein, das ist eine Haltung, die Gott von seinen Kindern fordert. Ja? Vergebung. Man ist immer froh, kleine Mängel an geliebten Personen zu finden, um sie dann ohne Verzug verzeihen oder sogar mitleben zu können. Ja, das ist so ein interessanter Ausspruch. Aber wir sollen nicht nur von geliebten Personen oder geliebte Personen vergeben. Auch die, die uns Probleme machen. Segnet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, ja. Dadurch geschieht Heilung in unseren Verletzungen, ja. Wir werden herausgefordert, Sprüche 4, 23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben, ja. Darum ist es auch wichtig, dass wir loslassen. Heilung von Verletzungen geschieht auch durch Vergeben. Vergeben ist loslassen und das Gericht Gott zu überlassen. Und es setzt mich frei, ja. Es setzt mich frei und egal mit was du angestellt hast in deinem Leben, du kannst zu Gott kommen wie der verlorene Sohn. Ja? Gott vergibt dir ganz egal, was du für Mist gebaut hast. Ja? Egal, was du gebaut hast. Erkenne, ja? Bereue es, ja? Und sei demütig wie der verlorene Sohn. Ja? Und er musste sich auch überlegen, jetzt gehe ich wieder zu meinem Vater zurück. Ja, und bitte ihm um Vergebung. Dass ich ohne ihn leben wollte. Und das ist es eigentlich. Die größte Sünde ist, ohne Gott leben zu wollen. Aber noch ein kleiner Gedanke, was Verletzungen sind. Es gibt ja auch zwei Arten von Verletzungen. Das müssen wir mal wissen, das müssen wir mit drin haben. Erstens mal Verletzungen, die durch unser eigenes sündiges Verhalten entstanden sind. Ja? Sünde haben ihren Preis, Sünde haben seine Konsequenz. Ja? Hier brauchen wir Vergebung, Sünde bekennen. Wiederherstellung. Ja, dass ich wirklich sagen, Vater, vergib mir, habe ich ohne dich gelebt. Ich habe das ohne dich gemacht, das. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt ihr so, eure Sünden bekennt, ist Gott treu und gerecht. Treu und gerecht und er vergibt euch alle eure Schuld, alle eure Verfehlungen. Aber wir müssen sie bekennen.
Ja? Und dafür brauche ich nicht einen Beichtstuhl zu klettern, das kann ich direkt im Gebet machen. In meinem Kämmerlein, Jesus sagt, geh ins Kämmerlein, schließ die Tür ab und dann bist du mit deinem Gott allein. Und das ist Audienz bei Gott. Die ist größer wie Audienz beim Papst. Kämmerleingebet. Ja, heute sind wir abgelenkt in alle Richtungen oftmals, ja, durch Medien, durch Handy, durch Computer, durch Telefon, Kommunikation in die ganze Welt. Und oftmals wird das Kämmerleingebet unter den Tisch fallen gelassen. Und das darf als Christen nicht sein. Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür ab. Und wenn er heute das sagt, muss man das sagen, mach dein Handy aus, mach den Anrufbeantworter an, mach alles aus und dann hast du Audienz beim Vater. Und das sind die schönsten Zeiten. Ja? Aber die zweite Verletzung, die zweite Art von Verletzung, Verletzung durch andere. Ja? Dass wir beleidigt, ungerecht behandelt, angelogen und missbraucht worden sind. Und das ist uns allen schon passiert. Ja, aber du hast auch verletzt. Darum komm in eine Vergebungshaltung. Komm in eine Versöhnungshaltung. Man sagt immer, was der mir angetan hat, du, das habe ich schon so oft gehört, das kann ich nicht vergeben. Ja, manchmal ist auch Vergebung ein Kampf. Die Bibel sagt uns das ja auch. Ja, und diese Verletzungen hinterlassen häufig Groll. Ja, da kommt was in meinem Herzen. Groll, Ärger, Bitterkeit. Neid und Unversöhnlichkeit und du führst dich selbst hinter Gittern, wenn du diese Haltung hast. Und Jesus sagt, komm raus. Jesus vergibt und heilt. Ja? Jesus betete sogar noch am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus konnte seinen Peinigern vergeben, die ihn angespuckt haben, die ihn gegeißelt haben, die ihn verhöhnt haben, die ihn verspottet haben. Jesus hat alles durchgemacht, viel schlimmer, als du es durchgemacht hast. Und er war uns ein Vorbild im Vergeben. Darum vergebe auch du. Vergebe auch du. Ja, es ist so wichtig, dass wir loslassen und vergeben. Und wir lassen uns das Herz des Vaters schenken. Und dazu müssen wir zu ihm gehen. Ja? Das Vaterherz Gottes will unsere Herzen füllen. Wir wollen nicht mehr mit dem leeren Herzen laufen. Wir wollen im Gebet uns die Quelle anzapfen, die uns der himmlische Vater gibt. Das Vaterherz Gottes hat Liebe genug. Ja, seine Liebe ist größer wie das Meer und er kann unsere Herzen füllen. Darum fahre nicht mit leerem Tank, denn du würdest das bei deinem Auto auch nicht machen, oder? Ja? Die Liebe Gottes ist oder wird ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Darum fahr nicht mit leerem Tank, genieße das Gebet. Ja, Gebet ist die Gegenwart Gottes genießen lernen. Ja, Audienz bei Gott in seiner Gegenwart. Das ist das Schönste, was es gibt. Ja, wenn der Geist Gottes in dir lebt, dann wirst du das entdecken. Darum lade den Geist Gottes ein, lade Jesus in dein Herz ein. Ja, wenn du noch nicht drin hast, komm in mein Herz, Herr Jesus, ich will nicht mehr ohne dich leben, ich brauche dich. Dann erkennst du, wie David hier im Psalm 27, Vers 4, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn. Ja, Gott begegnen in seiner Gegenwart, das Gebet genießen lernen. Ja, ich liebe es auch zu spazieren zu gehen und nur die Majestät und die Größe Gottes in seiner Schöpfung zu erkennen und ihm seine bewusste Gegenwart zu genießen. Und dann rede ich mit ihm wie mit einem Freund. Und Gott will dein bester Freund werden und sein. Und das ist das Schönste, denn das ist die schönste Gemeinschaft. Das ist schöner wie Gemeinschaft mit Menschen. Darum lasse dich von dem Vaterherzen Gottes lieben und lasse dich wirklich heilen von deinen Verletzungen. Ja, sei ein vergebungsbereiter Mensch. Lasse los, auch die dir wirklich Not gemacht haben. Ja? Bete für sie. Das ist auch ein Schlüssel. Ja? Betet für eure Feinde, segne die, die euch fluchen. Ja, das hat auch damit zu tun, Gott will, dass dein Herz bewahrt ist und dass dein Herz geheilt ist. Ja, dass dein Herz geheilt wird. Ja, und da musst du mal beten, wenn du sagst, ich kann das nicht. Da fangen wir mal an zu beten, mach's einfach.
segne ihn jetzt, Herr, und ich überlasse das Gericht dir. Ich richte nicht über ihn. Du bist der gerechte Richter. Herr, und ich lasse ihn los. Segne ihn, Vater. Ich segne ihn und ich lasse ihn los. Und ich überlasse das Gericht dir. Und dann kommt Heilung. Dann kommt Wiederherstellung. Und dann steht dieses große, ich liebe dich über deinem Leben. Ja? Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wie der verlorene Sohn in die Arme des Vaters lieb. Und da war Party im Himmel, ja. Und wenn du heimkommst zum himmlischen Vater, dann ist Party im Himmel, ja. Es ist wirklich Freude im Himmel vor den Engeln über einen Sünder, der Buße tut. Und dafür will ich auch beten jetzt noch kurz. Vater im Himmel, ich danke dir so, dass du ein Gott der Liebe bist, der uns so sehr geliebt hat, dass er uns seinen eingeborenen Sohn gab, Jesus Christus. Und Jesus, du hast uns so sehr geliebt, dass du für uns ans Kreuz gingst. Ich danke dir, Jesus, dass du gelitten hast, dich hochgekämpft hast ans Kreuz von Golgatha. Für meine und unser aller Sünden. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns reinwäscht von der Vergangenheit. Dass du unsere Verletzungen kennst, denn du warst dabei. Bei allen Verletzungen, Herr, bei allen Enttäuschungen, bei allen Entmutigungen, bei allem, was so als Zorn und Gram und Bitterkeit in unseren Herzen ist. Jesus, nimm uns das bitte weg. Schenke uns ein Loslassen und ein Vergeben können, ein Freilassen, dass wir aus der Gefangenschaft, aus dem Gefängnis der Unversöhnlichkeit rauskommen. Segne jeden Einzelnen mit einem neuen, beständigen Geist, dass er wirklich ins Kämmerlein geht und sich die Vaterliebe wirklich reinzieht. Ich danke dir, Vater, dass deine Liebe fließt in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ja, sei gesegnet. Hab einfach das so drin. Gehe immer wieder zu Gott. Gehe immer wieder zu Gott, wenn dein Herz mit Gram, Bitterkeit, Groll, Unversöhnlichkeit beschlichen wird. Geh zu Gott. Lass es los. Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, damit ihr Ruhe findet in euren Seelen. Gott segne dich. Jesus liebt dich.